Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist ein ganz, 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 ganz besonderes Video. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich in der letzten Woche in Los Angeles war. Ich war in Hollywood tatsächlich und EA hat mich dorthin eingeladen, um das neue Erweiterungspack Die Sims 4 Inselleben anspielen zu dürfen. Es war wirklich eine unglaubliche Zeit. Es war so, so cool. Ich war dort am meisten mit Nico und Daniel unterwegs und es war einfach wirklich eine mega, mega, mega geile Zeit. Also an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an EA, dass ihr mich dorthin eingeladen habt. Es war wirklich für mich eine Riesenehre. Ich konnte auch, als ich dort war, nicht glauben, dass ich wirklich dort bin. Das ist so unglaublich für mich, dass ich einfach wegen YouTube in Los Angeles war. Das ist... wow. Wie gesagt, durften wir da das neue Erweiterungspack Die Sims 4 Inselleben anspielen und es war wirklich genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe so sehr gehofft, dass es Inselleben sein wird und eben sowas Tropisches. Ich bin wirklich ganz verliebt in diese Welt. Es ist wunderschön. Das seht ihr dann im anderen Video. Ich glaube, ich lade sie parallel hoch. Also wenn dieses Video online ist, ist auch das andere Video online. In diesem Video hier werdet ihr jetzt die neuen Creative Sim Items sehen und eine ganz besondere Neuheit, die ihr bestimmt auch schon mitbekommen habt. Und zwar gibt es jetzt Meerjungfrauen. Es gibt unfassbare Meerjungfrauen, die sind wunderschön. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr sie erstellen könnt. Und im nächsten Video zeige ich euch dann das Gameplay. Und jetzt höre ich auf zu reden und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Und da legen wir auch schon los. Wir machen das Ganze jetzt hier wieder in diesem Reacting-to-Style. Ich zeige euch jetzt gerade hier die neuen Frisuren, die es geben wird. Ich finde die sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich sie nutzen werde, da ich ja eher auf die Air Force CC Haare stehe. Aber wer es mag, der kann sie gerne nutzen. Es gibt auch sehr viele bunte Frisuren, die dann eben so ein bisschen mehr Jungfrauen inspiriert sind, die man super damit nutzen kann. Ich finde das ziemlich, ziemlich cool. Und dann gibt es noch zwei neue Kopfbedeckungen quasi. Einmal so ein Tuch und die Tauchmaske, die ein bisschen creepy aussieht. Aber hey, no judge. Das sind die neuen Schmucksachen, die neue Kette und die neuen Ohrringe. Das Ganze ist so ein bisschen polynesisch inspiriert von dieser polynesischen Kultur. Und das finde ich, haben die auch sehr, sehr gut getroffen, also auch bei den Klamotten. Es gibt zwei neue Make-ups sozusagen, die eben auch so ein bisschen mehr Jungfrauen inspiriert sind. Und hier kommen wir schon zu den Oberteilen. Das erste Oberteil gefällt mir echt mit am besten. Ich finde das so schön. Und der Rest ist eben, wie gesagt, sehr so, ja, polynesisch inspiriert. Es ist so ein bisschen so, la 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 la. Ich dachte erst, es wäre so hawaiianisch inspiriert. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen ungebildet und vielleicht gehört Hawaii auch zu dieser Kultur dazu. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, finde ich die Klamotten sehr, sehr schön. Viel Auswahl vor allem auch. Ich habe gehofft, dass es diesmal wieder ein bisschen mehr Sachen gibt und ich finde tatsächlich, sie haben ganz gut drauf gepackt und neue Bikinis gibt es auch, die finde ich auch sehr, sehr schön und diese Muschel-BHs, das passt auch mal sehr gut zu Meerjungfrauen. Die Ganzkörpersachen finde ich auch richtig schön. Da gefallen mir einige Jumpsuits auch sehr gut, die ich gerne im Real Life hätte. Und dann gibt es noch so Kleider, einen Badeanzug und natürlich auch einen Taucheranzug. Denn wir können tauchen gehen, habe ich gerade vergessen zu sagen. Jetzt kommen die Unterteile. Hier finde ich, dass sie sich alle sehr ähnlich sind. Also mal ist da deine Hose drunter, mal ist da keine Hose drunter, dann ist es nur ein Rock. Da habe ich erst gemerkt, dass es ein Hosenrock ist, habe ich erst gar nicht gecheckt. Aber ich finde sie dennoch trotzdem alle sehr, sehr schön. Ich freue mich da auch schon auf Recolors, aber ich finde die Farben, die hier gewählt wurden, auch auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. Vor allem dieses Tuch hier um die Bikinihose finde ich auch cool. Und hier sind die neuen Schuhe, die finde ich super, super, super süß. Also Schuhe benutze ich ja tatsächlich auch dann von Maxis, sage ich mal. Und die sind... Hier seht ihr jetzt schon das neue Bestreben und zwar ist es das Strandleben. Dieser Sim möchte es ruhig angehen und das Strandleben genießen. Und dann gibt es noch zwei neue Merkmale. Einmal Kind der Inseln. Ich könnte es euch jetzt mal durchlesen, aber es ist ziemlich, ziemlich cool. Und dann gibt es noch Kind des Wassers. Nee, des Meeres. Ups. Und das finde ich sehr, sehr cool. Die habe ich gleich auch den Sims gegeben. Und jetzt sind wir schon hier bei der Männerkollektion. Wie gesagt, das ist das gleiche wie bei den Frauen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich fand diese Frisur aber so cool mit diesem Ding hier oben. Das hat mich so ein bisschen an Moana bzw. Vaiana erinnert. Und ja, hier sind wir jetzt schon bei den Oberteilen für die Männer. Eben hier auch alles so sehr floral mit vielen Mustern und viel nackte Haut tatsächlich auch, aber ich finde, das passt super dazu. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so, euch gleich diese Insel zu zeigen, also diese Map, wie heißt es? Diese Stadt. Mega cool, die heißt übrigens Sunai. Sunai? Heißt sie Sunai? Ja, ich glaube, sie heißt Sunai. Wenn das jetzt nicht Sunai heißt, dann ist es vielleicht blöd. Naja, die Unterteile für die Männer finde ich auch sehr cool, vor allem diese Haremshose. Und das ist halt einfach cool. Es gibt halt auch Röcke für die Männer.
Finde ich, passt aber auch super zu dieser Kultur, haben die auch dann super gut getroffen. Wie oft habe ich schon super gesagt? Zählt es und schreibt es bitte in die Kommentare. Es tut mir leid, ich bin mega müde. Ich bin gestern erst aus L.A. zurückgekommen und habe nicht geschlafen. Hier sind wir schon bei den Kindern angekommen. Hier ist der Content eher mau, aber das ist ja meistens so. Aber dafür gibt es ja Sisi, ne, Leute? Aber das Oberteil finde ich sehr süß, was ich gerade als erstes gezeigt habe. Das habe ich dem Mädel dann auch gegeben. Und das mit den Fransen ist auch niedlich. Gibt es noch so ein, wie heißt das nochmal? So ein, ich habe vergessen, wie es heißt. Ein Taucheranzug, aber es Neoprenanzug! Neoprenanzug! Genau. Diese Röcke finde ich für Kinder auch total süß. Die fallen dann für die Jungs auch weg. Also natürlich kann man sie für die Jungs auch benutzen, aber ja. Ich würde es jetzt nicht unbedingt machen. Es sei denn, ich würde wirklich dann so eine Kultur da erstellen, wo die Jungs dann da auch mit diesen Röcken rumlaufen. Aber ansonsten finde ich, das sieht dann eher merkwürdig aus. Aber auch hier no judgment. Wenn ihr das cool findet, dann macht es. Genau, wie gesagt, für die Jungs ist da leider nicht so viel. Alles das Gleiche. Aber ich beschwere mich da gar nicht mehr. Irgendwann lässt man sich ja einfach drauf ein. Und bei den kleinen Kindern gibt es auch fast gar keinen neuen Content. Die Bikinis finde ich allerdings sehr süß, beziehungsweise den Badeanzug und den Bikini, Bikini und Jumpsuit sind es. Die finde ich sehr süß, das haben sie gut getroffen, aber naja, sonst ist das halt eher wenig neuer Content, ne? Die Schuhe, haben wir Schuhe? Nein, haben wir nicht. Wir haben keine Schuhe. Hier sind wir dann auch schon bei den Meerjungfrauen angekommen. Es ist halt ein Okkult. Also wie ein Vampir oder ein Alien. Das könnt ihr dann im Creative Sim erstellen. Ihr könnt euch aber auch im Gameplay zu einer Meerjungfrau verwandeln. Hier sind die ganzen verschiedenen Schwanzflossen. Die finde ich wirklich so, 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 so wunderschön. Ich habe mich natürlich für eine Regenbogenflosse entschieden. Weil Rainbow. Es ist wirklich mega schön. Dazu gibt es dann natürlich die passenden Oberteile. Ich finde, das sieht nochmal viel, viel cooler aus als bei Sims 3. Einfach mega schön. Und das war's. Das waren alle Inhalte. Woo! Das war's dann auch schon. Das waren alle neuen Creative Sim Items, die es von Die Sims 4 Inselleben geben wird. Wie gesagt, ich bin eh nicht so der Mensch, der die Sachen von EA benutzt. Also weder die Klamotten noch die Haare. Schuhe ist ja immer so eine Sache, die benutze ich schon mal, aber ansonsten benutze ich ja eher CC. Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, ob ich enttäuscht bin oder nicht, weil ich es eh nicht wirklich nutzen werde, aber ihr könnt mir erst gerne mal schreiben, ob ihr findet, dass es gut gefüllt ist oder eben nicht. Also ich finde, für Frauen zum Beispiel gibt es schon viele neue Inhalte, aber who am I to judge? Also ihr könnt das da entscheiden. Ich freue mich nun riesig, wenn ihr dann auch mein anderes Video anschaut, weil ich glaube, das wird für euch noch viel spannender sein. Für mich ist es zumindest viel spannender. Ich freue mich so riesig, jetzt das Gameplay-Video zu schneiden, weil es war so amazing. Ich habe das alles so sehr geliebt und ich hoffe, ihr werdet das auch lieben. Das Spiel kommt am 21. Juni übrigens raus, falls ich es noch nicht gesagt habe. Das ist nächste Woche Freitag schon. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass euch dieses Video sehr gefallen hat und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns im Gameplay-Video wieder. Bis dann, tschüss!